Jo Leute, was geht ab hier? Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute wieder ein Podcast-Thema, Leute. Letztens hatten wir Let's Plays, Replays, Challenges, Verrückte und so weiter, Leute. Heute mal wieder ein Podcast, ein besonderer, was sind meine Lieblingsfilme nochmal? Und Sendungen und Serien, alles von damals bis heute, Leute. Ja, hatte nämlich von Fanwunsch, Leute, kennt ihr aus dem Alltag. Auch wieder so ein Podcast, der nicht sich langziehen sollte. Ja, Leute, auch hier wieder mit neuen Programmen alles. Alles ist neu geupgradet worden, Leute, mit neuem Programm, dass wir auch switchen, also multistreamen können und so weiter, Leute. Lasst ein Like da und wie gesagt ein Abo. Und auf jeden Fall share, share, share. Jetzt fangen wir auch direkt an, Leute. Wie gesagt, Podcast über Serien und Filme, wie man hier schon im Hintergrund sehen kann, Leute. Sogar mit Overlay heute, mit Background Virtuality. Ja, Leute, was gucke ich gerne? Ja, Leute, früher habe ich ja als Kind... Also früher wirklich als Kind hatte ich also diese VHS-Kassetten, Leute, viele kennen sie nicht. Hatte ich damals noch Benjamin Blümchen gehabt oder auch hier, wie heißt halt hier nicht? Da gab noch was, Benjamin Blümchen oder Bibi Blocksberg, viele kennen das aus dem Alltag. Okay, bis heute noch vielleicht auch zeichentrickmäßig, das eine oder andere gibt es ja animationsmäßig, Leute. Ob Heidi, hatte ich auch damals, Leute, geguckt, müsste auch jeder kennen. Österreich, na Spaß, Alpen. Ja, Leute, kennt jeder. Leute, auch Yakari und Totoro und so. Nein, auf jeden Fall, ja, das war auf jeden Fall einer meiner Lieblingsserien, die ich auf Kassetten hatte, damals VHS, Leute, damals dann hinter DVD-Player und dann das andere. Ja, damals auch einer meiner Lieblings-Anime-Serien waren Yu-Gi-Oh! Und Pokémon, Leute. Ja, Pokémon gucke ich sogar bis heute noch, Leute. Ja, 27 Staffel mit neuen Anime-Charaktern und so weiter. Ist auf jeden Fall nice. Und wenn ihr auch sehen kann, ja, Leute, den Pokémon-Pikachu-Film kenne ich ja auch schon. Müsst ihr unbedingt gucken, Meisterdetektiv. Deswegen habe ich auch den Hintergrund gewählt, da sowieso Pokémon meine Lieblingsserie ist. Pokémon, I wanna be... Nein, Spaß. Ja, auf jeden Fall, Pokémon ist beste, Leute. Beste ist da überhaupt auf jeden Fall Pokémon. Deswegen, mal gucken. Mal gucken, wie wir das machen. Ja. Und sonst Yu-Gi-Oh! Habe ich auch geguckt, noch ganz Zeit, aber irgendwann wurde mir das ja doof, Leute, dann wird das immer zukunftsbekloppter. Nee, Leute, Yu-Gi-Oh! Also mit Yugi Mewtwo damals beste Serie, Leute. Sonst konnte man es vergessen. Eine meiner Serien, die ich auch früher geguckt habe, war Schloss Einstein, Leute. SE, auch ganz früher. Leute, Schloss Einstein kennen, glaube ich, also bis heute noch ist er da. Das ist auch einer der Serien, die ich heute noch guck so, ja, Bildung, Leute, ist Bildung auch mit Comedy mäßig, also wie man das heute in den Kategorien Sketches nennt, ja, Leute, und sonst auf jeden Fall abonnieren und kauft in www.mr.tnw-store, Leute, nochmal hier Werbung, Leute, Sport, Fitness, Freizeitback, alles und, Leute, bald neue Produkte, neues Gewinnspiel kommt diesen Monat noch, genau, right now, ja, Leute, Serien, genau, jetzt kommen wir auch zu den Filmen, Leute, die ich auch so noch guck. Also, weil ich auch gucke, so Filme wie Aktezeichen XY, habe ich auch schon drei Arten von Vermissten gemacht, auch damals auch über Y geredet, Leute. Ja, Leute, wie zum Beispiel mysteriöse Cold Case-Fälle. Du denkst dir so, wie kann diese Person verschwinden? Das gucke ich dann auch immer alle paar Wochen, wenn da Mittwochs kommt. Wenn ich, also gucke ich später irgendwann nach, wenn ich Zeit habe, Leute. Und zu meinen beliebtesten Serien, zu Bildungsserien gehören auch noch diese erste Serie, Leute, IAFF und die jungen Ärzte. Ich weiß nicht, ihr kennt ja zwei Arzt-Serien, Leute. Auch läuft schon 100 Jahre, nein, Spaß, auch ein paar Jahre, bis heute noch, wie gesagt, Bildung und, also wenn du zum Beispiel Medizin studierst, Alter, perfekt dafür zu gucken, Leute, der hier Arzt, also Medizin studiert, also Medizinstudium macht, Leute, und, Bildung, 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 Leute, ja, sonst gucke ich hier noch, als Film, ich gucke ja auch noch, wie gesagt, Netflix zum Abschalten, deswegen ist ja auch, okay, doch nicht hier drin, aber wie gesagt, Netflix auch zum Abschalten, Leute, da gucke ich dann auch bestimmte Top 10 Filme, ich glaube, das kennt ihr manche viele, ob hier so nach wahren Begebenheiten, zum Beispiel, der wurde zum Basketballer oder der wurde zum Footballer oder zum Besten, ihr wisst, Leute, so wahren Begebenheiten, so Sportfilme gucke ich dann gute, oder halt auch mal so Autorennenfilme oder so Comedyfilme, also die dann in den Action generell, so, also diese so Top-Filme sind, wo richtig gut ist, Leute, zum Abschalten. Sonst gucke ich gar keine Serien so mehr auf Netflix, Leute. Gar keine Zeit mehr zu. Ich gebe es zu, auf jeden Fall. Ja. Was gucke ich noch? Ja, sonst Dschungelcamp, wenn das immer lief. Kennt jeder auch von RTL. Weil das witzig ist, weil die Leute sich da gegenseitig gegeneinander anpöbeln, Leute. Bald auch drei Arten Dschungelcamps-Legenden hier. Kommt auch noch bald.
Und sonst könnt ihr mir, wie gesagt, hier oben QR-Code, Leute, auf TikTok folgen, Leute, und auch auf jeden anderen Kanal. Mr. TNRW ist da, Leute. Deswegen alles hier extra eingestellt. Ja, sonst, wie gesagt, ich glaube, das waren schon alles Filme und Serien, die ich so gucke in aktueller Zeit. Ich glaube, das war halt, Leute. Ja, sonst, wie gesagt, Horrorfilme auch mal zwischendurch. Oder hier, wenn ein Kollege Bock hat auf Kino. Ja, Kino gibt es ja auch noch. So, falls man so einen Film gucken will, der jetzt aktuell ist, man den unbedingt gucken will, Leute. Damals war ich letztes Mal noch im Kino, wo zum Beispiel Super Mario kam. Kennt auch jeder noch. Oder hier Exismus. Auch den neuen. Oder halt, da war ich dann das letzte Mal noch im Kino, Leute. Sowas zum Beispiel. Kennt auch jeder. Ja, also wenn irgendwie so, Kollege, ja, da muss man da machen, auf jeden Fall. Diese Atmosphäre, Sozialkontakte mit Popcorn und so, das gehört einfach dazu, Leute. Deswegen gehen wir ins Kino. Auch zum Beispiel, auch wegen 3D. Wenn man zum Beispiel hier kennt, man hat ja noch keinen, nicht jeder hat so einen 3D-Fernseher zu Hause, Leute, oder so. Oder irgendwie 3D-Technik. Deswegen, dafür ist das Kino auch noch gut. Ihr wisst Bescheid, Leute. Na, Leute, ich muss mal gucken, wann ich wieder ins Kino gehe. Deswegen gleich muss ich erstmal das downloaden. Nein, Spaß, also hochladen. Wie gesagt, ihr könnt das dann gucken, Leute. Und bald 100. Podcast-Folge. Wir sind ganz knapp dran, Leute. Dann gibt es hier 3 Stunden Live-Podcast. Ihr könnt mich dann alles fragen, Leute, auf Twitch, auf YouTube. Wird es dann Multistream geben, sogar mit TikTok, also ein Multi-Triple-Stream. Boah, amazing. Deswegen nochmal liken, liken, liken. Ihr könnt mir auch in den Kommentaren schreiben, was sind eure Lieblingsfilme, Lieblingsserien. Auf jeden Fall. Und sonst, wie gesagt, sage ich, ihr könnt auch Fanwünsche. Ja, Leute, der eine hat ja gesagt, mit Essensvideos werde ich auf jeden Fall auch jetzt machen, demnächst, wenn ich in Hamburg, Nürnberg bin. Wie ich bin, dann werde ich wahrscheinlich auch irgendwo Döner testen oder asiatisch, Leute, oder irgendwie wieder essen. Auf jeden Fall. Immer wenn ich irgendwo auf Tour bin oder beim Treffen oder so und ich das ergibt, Leute, auf jeden Fall safe Hamburg und Nürnberg, da werde ich das auf jeden Fall machen. Gladbach wahrscheinlich auch. Dann werde ich da mal auch das Stadion essen, auch mal in Gladbach. Und sonst, wie gesagt, freut euch. Es gibt auch noch ein nächstes Mitarbeiterinterview diesen Monat, Leute, live aus dem Wunderland. Und sonst, lasst ein Like, ein Abo da, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Podcast. Ciao. Haut rein.